So, da wären wir wieder und in der Zwischenzeit war ich fleißig. Ich habe off-camera mal das hier designiert. Dann habe ich mich doch dafür entschieden, hier etwas breiter zu werden. Eigentlich wollte ich ja nur hier 10 Zimmer und da 10 Zimmer und das dann über 8 oder 9 Etagen. Aber ich denke mal, so haben wir das Ganze ein bisschen kompakter und übersichtlicher. Hier unten habe ich damit auch schon mal angefangen, aber so viele werden wir gar nicht brauchen. Denn wir sind 40 Zwerge und hier passen insgesamt 60 Stück auf eine Etage. Wenn ich richtig gezählt habe. Also hier sind 5 in einer so einer Ehre, könnte man schon fast sagen, wenn man das als Weintraubenstiel nimmt, sind 10, also 10, 20, 30, ja, 60 Stück und wir haben nur 40. Und die Miner dürfen sich da erstmal austoben, die zwei, die wir haben. Allgemein könnten wir später die Jobs auch ein bisschen hin und her schieben. Also dass zum Beispiel die Militärzwerge alle kurzfristig mal Miner sind, um den Skill schön hochzukriegen und dadurch ihre Stärke zu trainieren und Stamina zu trainieren. Danach werden dann alle Militärzwerge Stonecrafter, stellen ganz viel Spielzeug her, das wir verkaufen können, um auch weiter ihre Skills zu verbessern. Aber da müssen wir dann schauen, ob wir das dann machen und wann wir das machen. Jetzt ist mir erstmal wichtig, dass jeder Zwerg nachher sein eigenes Zimmer hat. Aber irgendwie machen die Miner gerade gar nichts. Was haben die Miner dazu sagen? Armor und Weapon. Oh nein, wir haben eine Party. Also Tammy ist bei einer Party. Wer schmeißt die Party? Eva und Liberty sind auch dabei. Und sonst keiner. Okay. Und was machen unsere Soldaten hier? Keine Aktivität steht hier. Dann drücken wir mal kurz auf S. Und Shift A für alle. Oh, die sind immer noch aktiv. Die haben keinen Auftrag mehr gehabt, sind deswegen nach Hause gelaufen, aber sie sind trotzdem noch aktiv. Also drücken wir T, um ihren Schedule, also ihren Zeitplan quasi auf inaktiv zu stellen. So, jetzt kannst du ruhig weitergehen. Und jetzt sind sie wirklich wieder Zivilisten. Das heißt, jetzt können sie auch weiterarbeiten. Auch wenn sie nicht wirklich viel zu tun haben anscheinend. Wie viele Pickaxe haben wir denn? Mit etwas Glück haben die Migranten mich welche mitgebracht. Dann können wir jemand anderen buddeln lassen. Die müssen unter Waffen sein. Wir haben 4 Crossbows. Das sind Armbrüste. Wir haben nur eine Battle Axe, nur eine Trainingsaxt und 2 Copper Picks. Nee, schade, schade, schade. Noch eine Sache, die wir unbedingt in der nächsten Karawane tauschen müssen. Mehr Waffen, mehr Pickäxte. Aber gucken wir mal, was die anderen Zwerge so lange treiben. Die Holzvorräte gehen langsam aus. Das ist gar nicht gut. Da können wir doch mal unseren Kämpferzwergen noch ein bisschen Arbeit geben. Das war Hex und wer war das Frontschwein? Grunt da, der unaussprechliche Name. Dann stelle ich ganz kurz nebenbei bei Dwarf Therapist, das könnt ihr jetzt auf der Kamera nicht sehen, weil ich das auf einem anderen Bildschirm benutze. Da stelle ich jetzt ganz kurz bei denen ein, dass sie alle Woodcutting nehmen sollen als Beruf. Also einmal bei dem Grunt habe ich gerade Klick gemacht und die Cutter hatten sowieso und Hex braucht jetzt noch, also Sarge. Sarge ist jetzt auch Woodcutter. Commit Changes. So. Jetzt bräuchten wir aber noch 2 Äxte und da basteln wir jetzt einfach Trainingsäxte. Es ist zwar ein wenig unlogisch mit Holzäxten Holz abzubauen, aber das geht bei Minecraft auch. Da haben die beiden den gleichen Logikfehler. Und ich sehe gerade, Mechanismen werden abgebaut und zwar mit einem grauen Stein. Was ist das für ein Stein? Das ist Jet. Da drücke ich doch mal ganz kurz auf Z und Stones und verbiete mal Jet, weil ich nicht will, dass das jetzt für Mechanismen und so weiter benutzt wird. Das soll später schön für Möbel gebraucht werden. Sonst haben wir aber. Oh, hier ist noch ein anderer Stein. Was haben wir hier? Und Granit. Granit kann, glaube ich, sogar als Fluxstein benutzt werden. Gucke ich mal ganz kurz durch. Obsidian. Nee, das war Marble, also Marmor. Schade, schade. Na gut, also Steine, dann machen wir Granit auch noch weg. Wenn ich Granit irgendwo finde, da. Also Granit nicht benutzen und Jet nicht benutzen. Solange, bis wir alles an orangenen Steinen zu Spielzeug oder anderen Mechanismen verarbeitet haben. Und ich glaube, wir haben sogar unser erstes Erz gefunden.
Ja, Bismuthinit. Also Bismut kenne ich. Und Tinit ist dann irgendeine Vorstufe davon? Ich hätte viel lieber Eisen. Oder Kupfer. Kupferwaffen sind zwar nicht so toll, aber sind immer noch besser als Holzwaffen. Oh, und ich sehe schon, hier sind drei Leute gleichzeitig am Holzhacken. Das heißt, wir haben mindestens schon eine von den Holzäxten hergestellt. Und die hat sich auch gleich jemand geschnappt. Ja, beide Aufgaben hier wurden abgearbeitet. Das heißt, wir müssten jetzt eine Metallaxt haben und drei Holzäxte. Das heißt, unser ganzer Militärtrupp ist jetzt am Holzhacken. Dadurch kriegen wir schön Holz und wir kriegen auch das Training in Stärke und was auch immer noch trainiert wird, wenn man Holz hackt. So, unser Refuse-Stockpile, also unser Müllhaufen ist immer noch draußen. Das müssen wir auch noch ändern. Wo könnten wir das dann mal hinpacken? Es gibt da jetzt mehrere Möglichkeiten, die wir haben. Wir könnten entweder einen ganz tiefen Schacht buddeln und da alles runterschmeißen. Dann einfach hoffen, dass das Miasma nicht hoch genug kommt. Oder man benutzt mehrere Türen, also so eine Art Schleuse. Dann werden aber immer noch ein paar Zwerge stinkig, weil sie halt da runterlaufen müssen. Und negative Gedanken wollte ich eigentlich vermeiden. Die nächste Alternative wäre, wir bauen hier oben einen Zugang nach unten und mauern den gleich danach wieder zu, dass denn die Felder hier unten als Oberfläche gelten und dann verwest das Zeug auf dem Stockpile nicht. Aber das will ich ja nicht unbedingt machen, weil ich finde das unlogisch. Das Sonnenlicht kommt ja nicht mehr durch, weil wir es wieder zugemauert haben. Und Luft kann sowieso nicht entweichen, weil wir es zugemauert haben. Also, ungerne. Ja. Und allgemein, das Verwesen klappt auch nicht mit den anderen Methoden. Also ich hätte ja ganz gerne, dass ich später die Goblin-Leichen irgendwo hinbringen kann. Da verwesen dann die Goblin-Leichen und wir haben die ganzen Knochen und Schädel, dass ich daraus dann irgendwas machen kann. Das klappt nicht, wenn wir irgendwo ein Loch buddeln und die Sachen reinschmeißen. Das klappt auch nicht, wenn wir einen Raum haben mit einer Schleuse davor. Dann bleibt das Zeug einfach ewig da drin und stinkt rum. So stinkt es zwar nicht das Fort voll, aber wir kommen trotzdem hier in die Knochen ran. Beziehungsweise, wenn dann irgendwann das Ding mal verwesen sollte, nach 300 Folgen oder so, dann können wir die Knochen auch nicht rausholen, ohne dass irgendjemand rumnörgelt, weil er das Miasma abbekommen hat. Also bräuchten wir echt einen Schacht. Okay. Das heißt, ich guck mal hier. Wir können ja. Also hier ist die Treppe nach oben. Dann können wir hier und da. Und da. Und dann kommt hier eine Tür hin, da eine Tür hin. Und hier machen wir jetzt einen Bereich. Oh, das muss noch höher. Den Bereich designiere ich jetzt erstmal, dass alles Holz abgehackt werden soll. Und alle Pflanzen abgebaut werden sollen. So, dann nochmal P. Also mein Plan ist jetzt, ich buddel jetzt hier einen Schacht. Aber ich baue das da nicht ganz zu, sondern ich benutze Gitter. Und dann hoffe ich einfach mal, dass da nichts durchkommt. Also ich glaube, Trolle und andere Sachen können die Gitter dann zerstören und hier eindringen, aber das müssen wir dann schauen. Im Notfall kann ich den Bereich hier oben ja auch noch irgendwie absichern mit einer Mauer oder dergleichen. Das müssen wir dann gucken. Dann könnte zwar immer noch was reinfliegen, aber müssen wir schauen. Das ist erstmal so eine Vorbereitungsphase. In der Zwischenzeit kann ich mir noch überlegen, ob das irgendeine bessere Idee gibt. Aber ich bezweifle das. Außer wir könnten den Bereich hier draußen auch noch absichern. Also so eine Art Turm vor dem Turm bauen. Weil unser Turm ist ja unterirdisch. Ich meine jetzt so einen richtigen Turm hier hochziehen. Aus Steinplatten und Steinwänden und was weiß ich. Der dann direkt vor dem Eingang hockt. Und dann in dem Hof von dem Turm, da können wir dann unser Refuse-Stockpile machen. Aber das wäre eine Menge Arbeit. Das hier alles abzusichern, die ganzen Rampen abzubauen und so weiter. Na, das ist immer so eine Sache. Das ist einer der Knackpunkte überhaupt bei mir, wenn ich Forts baue. Wo kommt die Farm hin, wenn kein Soil da ist? Das ist dann ja auch ein ganz schöner Akt mit den Wassereimern. Und wo kommt der Müllhaufen hin?
So, ich sehe gerade, wir haben jede Menge Mechanismen bekommen, aber wir sind immer noch dabei, die Steinfallen aufzubauen. Eventuell sollten wir einen zweiten Mechaniker anheuern. Das machen wir nochmal fix. Wir nehmen jetzt Mr. Jojux. Den suche ich mal raus in meinem Dwarf Therapist. Der ist ein Howler. Wird bei mir gar nicht mit den Howlern aufgeführt. Mr. Jojux. Ha. Na gut, der muss das wohl im Spiel machen. Irgendwas ist da mit dem Programm gerade buggy. Also, Zoom zu Creature. PL. Und du bist jetzt auch noch Mechaniker. Das war unter Engineering. So. Dann müssen wir nochmal auf ihn gehen. Und View, Customize. Und du bist jetzt kein Howler mehr. Du bist jetzt Mechanic. So, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Denn die Fallen müssen ja nicht nur jetzt einmal aufgebaut werden, die müssen später ja auch gewartet werden. Also die Steinfallen müssen einfach nur neu bespannt werden. Das heißt, der Stein wird hochgehoben, der Mechanismus neu ausgelöst. Aber andere Fallen müssen wirklich gewartet werden. Zum Beispiel, wenn man Fallen baut mit Armbrustbolzen, dann kann es sein, dass der Schussmechanismus verhakt, der muss repariert werden. Oder wenn man Fallen baut, wo Waffen dran sind, also Äxte oder Schwerter, dann kann es sein, dass da Goblinstücken drin hängen bleiben. Die müssen dann rausgeholt werden. Ja, das ist auch ein super Job, hä? Vor allem, das Ding kann dann, glaube ich, auch aus Versehen losgehen und den Zwerg, der es repariert, töten. Es gibt immer lustige Zwischenfälle hier in Dwarf Fortress. Was mich daran erinnert, wir sollten demnächst auch mal unser Hospital aufbauen. Oh, und die Kammer für die Miliz, genau. Drücken wir mal kurz B und A für Armor Stand. Und davon haben wir schon mal einen, sehr gut. Er kommt hier in die Ecke. Und dann wollten wir noch die Waffenhalterung. Die kommt hier in die Ecke. So, man braucht eigentlich nur eins von diesen Gegenständen. Aber ich habe das gerne der Optik halber, dass beides da ist. Dann geben wir die noch Containern. Einmal da. Und einmal da. Schöne Chert-Koffers, also Steinkisten. Und sobald die da sind, kann ich dann mit Q und R auf die rauf. Und den Raum designieren. Also ich designiere den Raum jetzt mal über diesen Armor-Stand und mache den ziemlich groß. Ah, das Problem ist, da unten sind noch keine Türen. Okay, ich mache ihn doch nicht ziemlich groß, ich mache ihn dann nur so groß, ist ein bisschen klein. Ne, müssen erstmal Türen nehmen, bevor wir das machen können. Also, Mason baue Türen, auch wenn die dann orange werden. Langsam gewöhne ich mich daran, dass unser Fort nicht perfekt aussehen wird. Aber das kann man später noch alles nachbessern. Wenn wir irgendwann mal richtig schöne graue Gesteinsschichten finden, dann kann ich hier alles wieder umbauen. Dann reiße ich die ganzen Wände da raus und baue manuell hier Wände nach. Ja, sowas mache ich, wenn ich denn die Zeit und Ressourcen über habe. Und auch hier die ganzen Wände. Wird alles neu gemacht. So, wie schaut es eigentlich hier aus? Unsere Miner haben immer noch nichts zu tun. Das heißt, sind immer noch beschäftigt. Ah ne, jetzt buddeln die. Und wo buddeln die? Wenn die nicht hier buddeln. Und nicht da buddeln. Und hier auch überall nicht. Ah, in dem Hauptturm. Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Graues Gestein, sehr schön. Ich glaube, ich buddel noch ein, zwei Etagen tiefer. Auch wenn das ja so ziemlich der Standardspruch von jedem Zwerg sein dürfte. Ach, gehen wir noch ein paar Ebenen tiefer, da kann schon nichts Schlimmes sein. Dö, Balrog. Ja, oder Lava oder so weiter. Aber das sieht echt schick aus hier. Wir könnten auch einfach hier eine Mine anfangen. Wir sind jetzt auf minus 10. Das heißt, ab hier dürften eigentlich schon die Höhlensysteme anfangen, aber ich glaube, das minus 10 wird gezählt von der obersten Schicht und nicht von vom eigentlichen Meeresspiegel. Denn das hier ist ja schon minus 4, obwohl es eigentlich genau auf der Ebene ist mit dem Fluss. Also können wir bis minus 14. Also komm, ein, zwei Schichten sind noch drin. Da wollen wir jetzt. Warum machst du das jetzt nicht? Achso, wir müssen erstmal D drücken. So. Und nicht dahin. D. Ich bin schon richtig hibbelig wegen dem grauen Stein hier. Okay, der ist eher weiß, aber trotzdem.
Alles ist besser als Rot und Orange. Es gibt dann auch blaue Steine. Mikrolight. Das ist... Ach. Also klar, wenn man ganz, ganz, ganz viel davon hat und das Ganze fort dann daraus baut und alle Statuen daraus bauen, dann ist ja okay. Aber wenn man dann ein bisschen von der Farbe, ein bisschen von der Farbe hat, das geht echt gar nicht. So. Ich weiß doch gar nicht, was ich in all diese Etagen noch reinbauen soll. Also wir brauchen eine Etage auf jeden Fall noch für die Schmiede, für die Schmelze und so weiter. Aber sonst haben wir nicht mehr allzu viel an Workshops, das wir bauen müssten. Oh, lieber mehr Platz haben als zu wenig. Oh, und hier oben die Räume werden auch schon ausgebaut. Das ist sehr schick. Können wir nebenbei noch unserem Holzhacker was zu tun geben? Nee, also unserem Tischler, nicht dem Holzhacker. Kredas war das? Ich hoffe mal... Ja, er hat nichts zu tun. Das heißt, er hat keinen Cutter-Job mehr. Das ist gut. Da wir jetzt so viel Holz haben, darf er jetzt erstmal ganz viele Betten bauen. Und zwar richtig, richtig viele Betten. Und dann sortieren wir die schlechten davon später aus und die ganzen guten packen wir in die Einzelzimmer. So, das sind mal eben 30 Betten, das soll reichen. Türen müssten inzwischen auch fertig sein. Ne, nur eine. Ja, setzen wir die eine mal hier hin. Als Eingangstür zu den Wohnbereichen. Und dann können wir den ganzen Bereich hier drin definieren als eine Trainingshalle. Und da kommt die zweite Tür. Also BD. Dahin. So, dann können wir gleich wieder auf unseren Armor-Stand gehen, sobald die Tür drin steht. So, jetzt. Und wieder R, plus, 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 plus. So, und das ist schon zugeordnet den geschmirgelten Feuerbemitteln. Wir könnten ihn jetzt noch umbenennen, wollen wir aber gar nicht. Und das war's schon. Da hatte ich doch mehr in Erinnerung. Nö. Jetzt können wir hier noch hinschreiben, was genau sie in diesem Raum machen sollen. Sollen sie hier schlafen? Sollen sie hier ihre Ausrüstung lagern? Sollen sie hier trainieren? Oder soll die Ausrüstung des Trupps hier gelagert werden? Also sie sollen auf jeden Fall trainieren. Das heißt, wir drücken T. Schon taucht hinter dem Namen von dem das T auf. Das individuelle Equipment kann ja auch ruhig gelagert werden. Das Trainingsequipment auch. Nur schlafen sollen sie hier nicht. Also wir könnten hier auch Betten hinhauen, dann schlafen sie auch in diesem Raum, aber das will ich nicht. Ich will, dass die Kämpfer jeder ihren eigenen Raum haben und auch da ihre Lieblingssachen drin haben. Also alle Möbel daraus sind aus ihrem Lieblingsholz, eine Statue aus ihrem Lieblingsstein und so weiter, damit die möglichst glücklich sind und nicht bei dem ersten Kameraden, der fällt, durchdrehen. Denn das Schlimmste, was man haben kann, ist so ein Meister-Axt-Zwerg, der plötzlich stinkig ist, weil sein Freund umgebracht wurde. Und dann einmal durch die Festung Amok läuft und keiner ist stark genug, um ihn aufzuhalten. Und die können auch Türen öffnen und Hebel drücken und all sowas. Das ist dann schon übel. Aber ja, wir haben jetzt unseren Trainingraum hier designiert. Das heißt, wir können dann auch demnächst mal unsere Leute hier trainieren lassen. Kann ich ja schon mal einstellen. Mit S, A und T aktiv. Und jetzt müssten sie eigentlich gleich wieder alle umspringen. Hier auf Hammer, Zwerg und Marksman, Dwarf und so weiter. Also... Hier sieht man das, die vier, die hören jetzt auf mit Holzhacken und müssten eigentlich hierher kommen und dann nach und nach irgendwelche Sachen machen. Also entweder selbstständig trainieren oder Demonstrationen anfangen, also nicht mit wir sind gegen Atomkraft, sondern mit oh so macht man das, also so weicht man im Stein aus und so weiter. Das nennt sich dann halt Demonstration. Ich kann ja mal kurz gucken bei unseren Kämpfern. Sieht man hier, Zappel, wer ist das gerade? Der Unaussprechliche organisiert gerade eine Ausweichdemonstration und Hex macht ein eigenständiges, ein Combat Drill ist so eine Art Prüfung. Also nicht Testschreiben, Prüfung, sondern er prüft den Ernstfall. Genau, das ist eine gute Umschreibung von dem Ganzen. Also das ist einmal die eine Möglichkeit, dass jemand alleine trainiert für sich selbst. Und das ist halt das andere. Das heißt, er organisiert das jetzt. Sobald er mit dem Organisieren fertig ist, können die anderen ankommen und zugucken. Und dann lernen sie von ihm den Skill. Je nachdem, wie hoch sein Teaching-Skill ist und wie hoch sein Wert in dem Skill ist, den er lernen will oder lehren will. Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Aber erstmal machen wir einen kleinen Cut. Also bis gleich.